Darf ich sowieso nicht zeigen, also egal. Egal. Sagst du einfach, das ist Kunst. Ich habe ja vorhin auch was gezeigt im Stream und habe es einfach nicht kommentiert und habe einfach gehofft, dass ich nicht gebannt werde aus Versehen. Hat hoffentlich geklappt. Sollte vielleicht das heutige VOD nicht veröffentlichen. Ja, aber die anderen Wäsche, die schicken Fräulein, die sich das so schön präsentieren, die dürfen das, oder was, ja? Ja. Da fragst du dich doch schon, was geht da ab? Ich darf das auch. Ich hab keinen Bock zu. Ah ja, Stapler fahren Hose an, ne? Ja. Was sagst? Stapler fahren in die Hose an, ne? Richtig. Keine Ahnung, was du gesagt hast. Stapler fahren und Hose an. Ach, Hose an. Ja, ich bin ja nicht Fanta. Fanta ist ja immer noch Hose. Oh, 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 oh. Oh, mein Kaffee ist schon wieder leer, Mann. Was hast du denn für einen komischen Kaffee mit Loch, oder? Ich trinke einfach zu viel Kaffee. Das ist nicht gut, weißt du, ne? Ich bin ein Monster. Ach, hab ich auch schon. Aber beim LKW-Verkauf in Holland, die machen das leider nämlich. Da habe ich meistens immer über meinen Kumpel palettenweise mitgeholt. Man rede hier so von 6 Paletten. Die gehen dann ab in den Keller. Ja. Ich genieße das Zeug, ich trinke nicht jeden Tag mal eine Dose. Ich auch nicht. So 3, 4. Eine Dose ist was für Anfänger, Alter. Ja, dafür habe ich meinen Kaffee. Den Kaffee habe ich noch zusätzlich. Ich habe heute schon 2,2 Liter weg. Bei den großen Thermoskanne. Die Kaffee-Junk ist so. Hier. Nein, natürlich nicht. Ich mache nur Spaß. Ich ernähre mich gesund. Nicht. Richtig. Alter, ich sag immer so schön, wenn zu viel Kaffee. Apropos gesund ernähren. Das Überbleibsel von gestern. Oh, jetzt hör mal auf, du. Mensch. Jetzt wird er mich neidisch, ey. Wieso fährt denn ja weiter? Hätte ich mal vielleicht die Parkbremse drücken sollen. Scheiße. Hast du noch 2 Grad, ja? Ja, ich bin ja froh, wenn dass ich nur Filterkaffee habe. Morgens um 3 so ein Vollautomaten hier im Haus losgeht, das hörst du bis runter. Aber ich habe auch einen Mörser. Was ist ein Mörser? Ach, ab und zu, ich habe italienische Bohnen, die zerdrücke ich mir meistens heute mal gern selber. Noch ein bisschen Handarbeit, weißt du. Mhm. Was in der Hand hast, kannst du gute Kreise ziehen. Mhm. Was ich gehört habe, ist, wenn man die Kaffeebohnen so als Ganze schluckt und dann beim Ausscheiden wieder aufsammelt, die dann bei 250 Grad Umluft in den Ofen tut, damit sie nochmal nachgeröstet werden, dass sie dann ein ganz besonderes Aroma haben. Hat mir Tim erzählt. Okay. Weil die werden nicht verdaut. Okay. Katzenkaffee, genau, so hieß das. Katzen. War hier nicht mal ein Baum? Keine Ahnung. Ich glaube, den hast du doch, glaub, weggemacht, wo du das denn ausprobiert hast, ja, weiß nicht. Im Leben nicht. Was ist denn hier mit Fanta, Alter? Der hat hier. Muss mir mal hier seine komischen. Der baut. Alter, der ist voll der Bauprofi. Alter. Was ist das hier? Güllegrube? Selbst gemacht? Wenn der so Stapler fährt, wie der baut, doch. Oha. Was? Der hat eine Mini-BKA sich hingebaut, die wollte ich mir hinbauen. Assi.
Aha, ja. Genauso will ich auch meinen Nexion parken. 1, 2, wie viele Seemaschinen hat er? Ein. Achso, das Einzelsound. Okay. Genau. Aber hier ist ja noch eine. Ah, nee, die gehört noch dazu. Oder? Nee. Nee, das ist doch noch eine. Doch. Und hier ist noch eine. Und das ist noch eine. Der Punkt. Eine Seemaschine, fand ich. Nee, das eine ist eine Düngermaschine. Kannst du Kalk und Ding reinmachen. Ah, ja, stimmt. Hast recht, sorry. Aber da ist doch eine Seemaschine. Das ist eine Seemaschine. Das ist eine Seemaschine. Da vorne ist eine Seemaschine. Ein, zwei Flüge. Ach so, stimmt, ja. Mehrere Traktoren. Wie viel hat denn der da stehen? Setzen wir mal auf die Steuer. Steuerlich. Ich komme nicht mehr raus. Havel konnte heute über den Shop bestellen. Können Sie über den Shop bestellen? Ist doch perfekt. Alter, hier. Ladewagen. Falls ihr euch mal fragt, wer hier wohnt. Ganz klarer Fall. Also, das ist hier auch. Ja. Ich bin geboren. Ja. Also den Mod will ich auch haben für die geilen Stützen da. Unsichtbare Stützen. Und hier die Freilandschafe ohne Zäune. Auch geil. Ah, das habe ich wirklich gedacht, ob das ein Mod ist. Was denn? Der Freiland. Ja, ist ein Mod. Okay. Luft ist geil, ne? Ja. Der richtig Hühner, du. Richtig Hühner. Ja, noch ein Träger, Alter. Was ist das hier, wo? Das ist Blutlicht. Ja. Und das, ach stimmt, und das ist ja nicht mal sein Hof. Sein Hof ist ja da hinten, ne? Was ist denn da noch? Dahin hat er seine Mühle. Da wollte ich eigentlich mal ein Weizen ja bekommen, aber. Und 27 Bienenstücke. Ja. Oh ne, guck mal, ist gute Weizenmehl, ja. Jetzt weiß ich, was er so guckt, ne? Ich bin eine Biene. Hier noch ein Fan. Hier die Mastschweine, gar kein Platz, gar kein was? Heu. 13? Was? Boah. Fantastisch, 13. Eine Werkstatt. 13 Bienenstöcke hat er. Oha. 13. Ja, da weißt du. Also, musst aufpassen. Seines. Vollstecke. Wenn er einmal in den Bienenstock geht und hier diesen Rauch da macht, dann kommt die Feuerwehr, weil die denken, da brennt's. Damit die lieb sind. Gib mir deinen Blütenstaub. Läuft bei dir, Fanta. Aber habe ich nicht vom Weiten gesehen, dass du noch was. Hier sind ja auch Windräder jeweils. Mann. Ich glaube, ich habe doch noch irgendwas gesehen, was du noch hingebaut hast. Oder bin ich blöd? Ach, da hinten geht's noch weiter. Guck mal. Fanta expandiert. Ja, Fanta. Fanta ist Osada. Die Weltherrschaft beginnt. Stimmt, guck mal. Ja, das habe ich doch gesehen. Guck mal, was hat er denn hier? Fleischerei, Käserei, dann noch mehr Gemüsehäuser. Bäckerei, guck dir das an. Da. Aber kein Brot, ne? Jetzt wo. Mineralwasser. Moment, vielleicht hat er ja alles vorbereitet, dass du dann für ihn dann weiterarbeiten darfst. Unglaublich. Was ist da denn? Also sich erstmal so ein Verkaufsstatt, oder was ist das? Krass. Noch eine Bäckerei? Ne, das ist was anderes, ne? Das? Kannst du nicht auch mal hier Schilder drauf machen, was das ist? Ist das eine Käse?
Schweinehofpalette. Sojabohnen? Okay. Ja, was kannst du mit den Sojabohnen da machen? Sojabohnenquark. Oh, guck mal hier. Oh, das dreht sich sogar, der Hobel da. Ja, der Hobel, der dreht sich da. Vegane Bäckerei. Saft, okay. Stimmt, irgendwas mit Saft gab's auch. Was ist hier los? Was wollte ich denn bestellen? Saft. Jo, Klappstuhl. Tomaten. Ihr macht da Tomatensaft, wa? Für den Flughafen, der ja so weit weg von uns ist. Ja. Tomatensaft. Tomatensaft. Ja, aber ja. Saft. Da ist er direkt aus dem Eurotruck-Simulator hier aufs Feld gefahren. Fand da jetzt. Mal Wasser abladen. Jetzt weiß ich, wo mein Volvo geblieben ist. Der Geile hat den Volvo mitgemopst. Egal, Schweinehof, du Sojabohnen, Schaden 3%. Aber gerne, aber Pflegebereifung. Auf dem McCormick da. Und hier, guck mal. Ja, der Schlingel hat sich hier einfach einen Hydranten aufgemacht. Ja, gratis Wasser. Der weiß, wo er Geld sparen kann. Jetzt kein Scherz. Das haben wir. Das habe ich mit meinem Cousin auch gemacht. In Polen. Sind da. Ich weiß gar nicht, wofür wir das hatten. Wir sind an die Feldwege gefahren. Da waren so Wildäpfelbäume. So mit Trecker ran und haben die geschüttelt. Wir haben uns so Geld verdient in den Sommerferien. Und die dann zur Mosterei gebracht, die Äpfel. Und so auf dem Anhänger. Und da hatten wir schon mal eine Tonne. An einem Tag zusammen. Geil. Dann gab es halt für eine Woche Geld. Und irgendwann mussten wir auch irgendwas mit Wasser machen. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, er sagt, da ist ein Hydrant. Ich so, ja, aber Hydrant kannst du ja nicht einfach so aufmachen. Ich so, doch, doch. Geht er in die Garage, holt ein Werkzeug und so einen Feuerwehrschlauch. Und macht den Hydranten auf. Alter, da war ein Druck drauf. Vom städtischen irgendwie wahrscheinlich 6 Millionen Liter Wasser weggeballert. Geil. Keiner war's. Geil. Hat nie einer nachgefragt. Krass. Das bei denen, der Hydrant war halt bei dem auf dem Land, ne? Also, geil. Da fuhr keiner lang, nichts. Ja, das ist geil. Guck dir das an. Mein PC. Du musst, Alter. Das Café der Cafés. Problem ist, es gibt nichts zu verkaufen hier. Oh, was ist denn hier? Was habe ich denn? Hier ist auch graserntereif. Das habe ich ja ganz vergessen, dass ich das Land hier noch habe. So, es wird hier eine geile Silage entwickelt. Oh, ich hab keinen Bock, ey. Ich hab heute um 9 Uhr noch einen Termin. Ein Musstermin oder? Was? Ein Musstermin? Ja, die ersten Interessenten kommen wegen der. Ach so. Wegen den Kaffeeeinrichtungen, also schon wichtig. Vielleicht kann ich ein bisschen Geld machen. Ich brauche Geld. Hast du bei dir nur die Verkaufsstege da, wo du Backe tust, oder auch kleine Stehkaffee? Ausrufezeichen, Bäckereitour. Ah. Habe ich, ja. Also ich habe hier oben habe ich zwei Sitzplätze. Wieso habe ich eigentlich so wenig Geld? Ah, ich habe diesen scheiß Stapler gekauft. Jetzt weiß ich es wieder. Oh ja, was?
das jetzt dann ernst? Ja. Das will der nicht da reingehen, los. Hammer. Diese Ballen da gehen auch rein auf den Nerven, ja. Naja, ich bin mal gespannt, was im März der neue Ballenpresse da rauskommt. Fährst mit dem Hänger hinten dran, schmeißt Gras aus und dann. Ja, ich hab schon gesehen, aber. Ballenkanone nennen ist sowas. Ja, juckt mich irgendwie gar nicht so. Aber ich glaube, es lohnt sich nur, wenn du so große Felder hast. Ha. Neue DLC. Ja. Aber. Dann holen wir den anderen hier ein. Dann ist der auch jetzt fertig. Ich fand es ja beim 19er schon geil, als sie das mit den Pappeln rausgebracht haben. Pappeln? Hm? Mit Pappeln habe ich noch nie was gemacht. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, was Pappeln sind. Sträucher, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Sträucher, die du anpflanzen kannst und dann zusammenwickeln kannst. Und dann? Kannst du verkaufen oder? Doch, ich habe auf 19 schon Pappeln gemacht, aber das Anderson DLC war dafür. Wie hieß das DLC? Anderson? Anderson DLC, ja. Das habe ich auf der Felsbrunnenkrater gehabt. Felsbrunnen. Ja, das stimmt. Könnte natürlich jetzt auch noch mal kurz schlafen gehen für 2-3 Stunden. So. Und dann zum Termin. Aber das muss ich dann wieder aufstehen, dann wieder schlafen gehen. Das ist ja auch nicht das Wahre. Ein ununterbrochener Schlaf. Und das ist wichtig, ne? Oh, ich habe diese Ohrstöpsel so für mich entdeckt, ne? Das ist so geil. Ich schlaf so geil durch teilweise, weil ich halt nichts so wirklich wahrnehme. Ich hab immer gedacht, ich schlaf gut, aber seit ich die Ohrstöpsel habe, schlafe ich echt erst wirklich gut. Weil ich dann halt keine Katzen, keinen Nachbarn höre, der irgendwie Rasen mäht oder Äste schnell. Oh, ich muss den Apfelbaum die Wassertriebe abmachen. Ich glaube, das ist jetzt die Zeit, wo man das macht, fällt mir gerade ein. Na, Scheiße. So, ich habe nichts mehr zu tun. Ah, okay, kann ich gerne mal helfen. Ich habe noch was zum Wickeln. Was? Ich habe noch was zu wickeln. Kann ich dir helfen bei einem Auftrag? Geht das? Ja. Weil dann lass mich doch, wenn du bei mir im Hof bist, kannst du mitmachen, ja. Dann geht das. Dann gib mir mal, wie heißt denn das? Penis. Lohnrechte. Ja. Du warst. Also. Jetzt habe ich das gleich. Jetzt hat er schon wieder so eine scheiß Palette da gespawnt. Sag mal, warum verschwindet dauernd meine Maus? Ja. So. Ja. So, was soll ich machen? Warte mal, ich kaufe da kurz beim für den Händler was. Und zwar brauchen wir. In was soll ich einsteigen? In den Traktor, der da beim Händler steht, und dann gebe ich dir noch einen Ladewagen halt. Für die Ballen, die Rundballen. Ladewagen? Achso. Ja. Mieten. So. Steht schon da.
Jawohl. Welches Feld? Da oben, wo du warst 33, ja, vorhin? genau. 33. Wo müssen die hin? Die dürfen zu oben zu Feld, in der Nähe von Feld 60, wie heißt der Ort da? Liest du den Auftrag? South Valley Biomass Energie. Ah, da. Jawohl, Chef. Na. Weißt du dir das, wenn du so einen Auftrag machst, alles selbst? Nee, das kriegst du, das habe ich gemietet. Ja, das meine ich, mietest du das? Ist das nicht viel teurer? Nö. Also bei Grasaufträgen sowieso nicht. Aber sobald du Ernteaufträge machst, dann ja. Die Gewickelten sammeln? Ja, die gewickelt. Und da hinten sind ein paar mehr. Hier mache ich den X, ne? Genau. Ein Frontlader, Kollege. Jiguts, hau rein. Ich glaube, bei dir passen 14 Stück drauf, oder? Wenn jetzt sogar noch mehr. 21, ne? Ja. Ich glaube, das ist der mit 21. Oh. Ist nämlich der mit dem Anderson DLC. Aber ich glaube, der hat damals nicht so viele gehabt, oder? Bin ich mir jetzt gerade sicher. Ja, ich freue mich, wenn ich um 7 dann noch zum Kumpel gehen darf, ein paar Flyer abholen darf und dann noch austragen darf. Bei uns hat nämlich eine neue Pizzeria aufgemacht. Murphy's Pizza. Oh, der hat, macht so geile Pizzen, ey. Haben eine mit Hähnchen und Crème fraîche mal ausprobiert und eine mit Bacon drauf. Oh, der Rand vor allem. Also das ist so. So richtig geilen Käseranden Fast dabei. wie eine Knusperpizza wahrscheinlich. Das probiere ich, wenn ich da bin. Wie gesagt, das Wochenende, dann futter ich mich mal durch. Ach nee, geht ja gar nicht. Muss ich unter der Woche kommen. Muss man meinen Vater mal überreden, ob er mitgeht. Da kann ich mich wenigstens mal durch die Theke futtern. Aber ich finde ja auch die Weizenbrötchen, oder? Das ist doch Weizenbrötchen, die du da hast. Die 6 Stück im Shop. Ja. Ja, die sind so luftig. Ist das Also. jetzt was Gutes oder was Nee, Schlechtes? gut. Nee, also das sind. Wir haben die jetzt, ich weiß jetzt, was, wann kam es? Letzte Woche? Wir haben die jetzt noch, weil Mom halt welche noch im Froster halt drin gehabt, ne? Wir haben sie rausgeholt, als, ey. Ich weiß nicht, wie du es machst oder was du da machst, aber die sind trotzdem, schmecken sie immer danach so richtig geil. Also. Ich mache sie halt mit Liebe. Nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Mit Du nimm Liebe. deins. Ich lade dich auch gleich ein, Alter. Liebe. Nee. Oh, einer passt noch. Warte, bleib stehen, ich schmeiß den kurz rüber. Was? Einer passt ja noch rein, oder?
Ja, passt noch mehr. Er ist der letzte. Echt? Ja. Der Pillepalle. Aber das, die Mikrofoneinstellung vom Nielsen, das ist ja nur für die Studiomikrofone gedacht, oder? Vor allem für den MIDI Blue, weil da hat es damals wunderbar funktioniert. Aber Aber wieso ist so Mikrofon? So Mikrofon kommt auf die Umgebung noch eher an als also. ich hab mit seinen Einstellungen habe ich ein bisschen so rumexperimentiert. Gut, vielleicht war es damals, weil ich noch ein Zimmer-Apartment hatte. Meine jetzt 29,5 Quadratmeter. Das ist gut. 250 € warm damals, ey. Ich will dir nicht verraten, was ich hatte. Während meiner Ausbildung 3 oder 4 Zimmer, 90 Quadratmeter für 160 Euro. Kalt. Nur dazu sagen. Ein altes Fachwerk. Ein alter Fachwerkhaushälfte. Oh, geil. Nee, war aber nicht so geil. Also wurde schon lange nichts mehr gemacht. Ja, weil Aber hat gut. gereicht. Hab dann zwei Ausbildungsgehälter dafür investiert, mir Kamine einzubauen, damit ich es warm habe. Das ging. Aber ein Fachwerkhaus, das ist schon was Geiles. Ja, aber das war nicht so, dass es geil war. Also es war schon sehr runtergekommen. Okay, ja gut. Genau. So Holzfenster teilweise einglasig. Es war schon sehr kalt immer. Aber ich hatte Platz und im Sommer war es wieder geil. War es bestimmt viel kühl, oder? Ja. Ja, das Je nachdem, ne? So zu welcher Seite, aber war schon. So, ich lade hier aus, ne? Genau. Wenn ich das mache, ist das kein Unterschied, ne? Ja. Wir haben Fachwerk aufs Remontor, wo nichts isoliert war und Co. Ja. Ja, das Geile ist, bei mir hier in der Wohnung jetzt, wenn da morgens die Sonne drauf scheint, brauchst du keine Heizung. Also sie heizt sich zwar nicht auf, ja, aber du hast angenehme 18 Grad, 28 Grad, das reicht. 18 oder 28, ist aber ein ordentlicher Unterschied. Naja, 20. Ach, zwischen 18 und 20 Grad. Im Sommer ist natürlich da was anderes. Aber da ist der. Das wundert mich. Hier kommt keine so großartige Hitze durch, dank der Isolierung, aber wenn die Sonne drauf scheint, heizt sich das da. Was auch ever. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir nicht so eine Solarscheiße da aufs Dach klatschen will. Aber ich weiß nicht, ob der. Diese Balkon-Solare. Ja. Aber lieber wäre es fürs ganze Haus. Aber ob ich da. Ach, guck mal. Ist denn deins? Nein, 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 nein. Also wenn ich ein ganzes Haus für mich hätte, dann würde ich hier eine Etage, das Kellergeschoss, das Erdgeschoss komplett zur Partyzone im Umwandeln, ne? Das war ja früher mal eine Kneipe gewesen. Und im Keller war unten Bowling. Doch, Disco und Bowling waren. Mietkosten zahle ich nur 233 € jetzt. Das ist auch nicht viel. Wie viel Quadratmeter? So, wie ist denn das jetzt hier? Muss ich irgendwas noch machen? Nö, du kannst.
Kannst eigentlich auf deinen Hof dann gehen, weil wir werden fertig. Wir können aber noch einen Auftrag machen, wenn du möchtest. Mehr Latz. Alles klar. Und dann hätte ich nämlich da noch einen. Abschließ. Dann hätte ich auch wieder ein paar schöne Aufnahmen im Kasten. Kann ich die fürs Wochenende.